ChatGPT ist in aller Munde. Laut einer aktuellen Studie nutzen 18% der Österreicher ChatGPT und weitere 26% möchten es künftig verwenden. P3DV hat in der Fachhochschule St. Pölten nachgefragt, was das Sprachmodell kann und wo es limitiert ist. Im Studiengang Data Science, wo künstliche Intelligenz unterrichtet wird, sind die Experten beeindruckt, mit welcher Vielfalt die Software Texte verfasst. Auch programmieren kann es, aber es hat inhaltlich seine Grenzen und lügt auch. Wir nennen das Halluzinationen, das heißt, Fakten sind nicht immer Fakten. Man muss hier auch skeptisch bleiben und genau das ist auch das, was wir unseren Studierenden beibringen. Bleibt immer skeptisch, hinterfragt, das ist ganz wichtig, Ihnen noch mitzugeben. Den Chatbot kann jeder gratis verwenden und Lehrer bangen bereits, dass Schüler keine Hausübungen mehr schreiben. In der FH St. Pölten stellt sich eine andere Frage. Kann ChatGPT auch meine Bachelorarbeit verfassen? Tests haben gezeigt, dass im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten auch Fehler auftauchen. Eine Forschungsfrage zu formulieren ist schon mal sehr herausfordernd. Eine Methodik zu finden, um diese Forschungsfrage zu beantworten, Quellen zu finden, diese zusammenzufassen und auch ein Ergebnis zu bekommen, da braucht man dann doch etwas mehr als ein Sprachmodell im Hintergrund. Einzelne Passagen werden mir vielleicht nicht auffallen, obwohl wir natürlich auch immer ganz kritisch alles überprüfen. Eine ganze Arbeit wird von ChatGPT nicht verfasst werden. Weltweit hat ChatGPT bereits mehr als 100 Millionen Nutzer. Nun haben namhafte Forscher der künstlichen Intelligenz in einem dramatischen Aufruf gefordert, die Entwicklung dieser mächtigen Systeme zu unterbrechen. Gewarnt wird vor tiefgreifenden Risiken für die Menschheit. Das Gefährliche ist das, dass wir selber nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Nämlich, wir haben hier ein neues Werkzeug der Menschheit mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist es wieder die Kreativität der aber tausenden Millionen von Menschen, die wir da nicht auf der Welt haben, die jetzt auf die unterschiedlichsten Ideen kommen, wie man dieses Werkzeug einsetzen kann. Und ob das mehr Vorteile als Nachteile hat, wird sich zeigen. Bei heiklen oder gefährlichen Themen gibt es zwar eingebaute Filtermechanismen, aber diese lassen sich überwinden. Als weiterer Nachteil sticht hervor, dass das Modell nur mit Daten bis zum dritten Quartal 2021 trainiert wurde und nicht am aktuellen Stand ist. Ich glaube, dass es da auch in Zukunft für zukünftige große Sprachmodelle noch irgendeine andere Art von Technologie geben wird müssen, die ein bisschen effizienter ist und weil man wird sich nicht leisten können, dass man dieses Modell alle halben Jahre, alles Jahr wieder neu, von Grund auf neu trainiert. Aktuell überwiegen bei den Menschen die Vorbehalte und Ängste. Zwei Drittel der Österreicher sind laut PwC-Umfrage für ein Verbot von ChatGPT an Schulen und jeder Dritte fürchtet durch künstliche Intelligenz um seinen Arbeitsplatz.